So, moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War Saga Troy. Wir haben uns das letzte Mal genau hier in dieser Schlacht befunden. Aber an der Stelle gespeichert und jetzt geht's weiter. Ja, wir haben uns hier ein bisschen festgefahren. Wir haben ziemlich viele Einheiten vom gegnerischen, von den Gegnern schon kaputt gemacht. Aber die versuchen halt jetzt eben mit ihren letzten Einheiten hier zwangshaft durch das Tor durchzukommen, aber meine schweren Schildträger, also Speerträger, stehen da drinnen einfach wie eine Wand. Das werden die auch erstmal nicht schaffen. Zumal ich hier einfach nochmal ganz viele Einheiten eigentlich stehen habe. Ein bisschen was haben sie noch, sie haben vor allen Dingen auch noch ein paar Bogenschützen, die jetzt einfach von ihr, oder ihre Schleuderer, die halt von außen aufballern. Gut, da muss ich leider jetzt gegen Stand halten, weil ich habe nichts mehr. Ich bin komplett verschossen. Sämtliche Einheiten bei mir sind leer und haben nichts mehr. So, jetzt schickt er seine letzten Einheiten. Das heißt, in dem Punkt dann kann ich eigentlich mit allem hier rausmarschieren und von der Seite kommen. Packen wir noch mal ein bisschen aus, würde ich sagen. Überrennen den dann einfach. Weil wir müssen den Kampf ja auch irgendwann mal gewinnen. Wobei sich meine Speerträger hier echt gut schlagen, also wirklich gut schlagen. Wir könnten die mal zurückziehen. Die sollen mal hier raus. So. Meine Einheiten sammeln sich. Und ich würde sagen, die können wir frontal drauf schicken. Und dann packen wir eben rechts und links noch welche so dahin. Die lassen wir jetzt auf die Fernkämpfer gehen. Können die auch nochmal hinterher. Diese genauso. Jetzt heißt es einfach nur noch alles oder nichts. Händlermodus aus für die. Für die auch. Hier hauen ab. Wir haben keinen Bock mehr. So, mit denen flankiere ich jetzt. Kommt rum, kommt rum, kommt rum. Die werden jetzt von beiden Seiten umzingelt. Und rennen da. Und die kommen von der Seite.
So, dann müssen wir es auch langsam haben. Na, die kämpfen noch gegen den Helden. Sieg. Da ist er. Wir haben gesiegt. Und das gegen eine absolute Übermacht. Wirklich, eine absolute Übermacht. Also ich glaube 3000 Einheiten gegen unsere 20er. Also, und wir haben keine Einheit verloren. Wirklich keine Einheit. Also das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Dass wir das gewonnen haben. Wir können jetzt mal gucken, können uns die Statistik, können wir uns das auch mal sehen. Fallen da noch ein paar? Oh ja, da fallen sogar noch welche. Genug. Oh, die fallen schnell, hey. Die lassen wir jetzt noch fallen, die sind die schweren Speerträger, die will ich weghaben. Nur 38. Also die Keulenkrieger scheinen da echt gut gegen die zu sein. Oh, 7, 6. Sind gleich alle tot. 2. Einer weg. Alle tot. Gut, Gefecht beenden. Da wollen wir mal sehen. Er hat sogar mehr als 3000 Einheiten gehabt. Sogar noch mehr. Das sind ja sogar mehr als 4000 Einheiten. Und wir hatten 2000. Er hat einfach mal das Doppelte mehr gehabt. Wir haben ihn geschlagen, hey. Super geil. Wirklich super geil. Knapper Sieg. Es war ein haushoher Sieg. Ich habe so gut wie nichts verloren. Guckt euch das an. Das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! So, jetzt werden meine Einheiten noch aufgefüllt. Und gut ist. Ja, Leute, da brennt er wohl, oder? Da oben kommt Verstärkung von meiner Seite. Jetzt seid ihr richtig im Eimer. Kommt aber auch schon der nächste Gegner. Das ist gut. Nicht Angriffspakt ist immer sehr gut.
ist auch sehr gut. Motivation kritisch. Athen. Knapper Sieg. Plus 4 Rüstung. Nein, Schild des Agamemnon. Haben wir ihn abgezogen. Vom Feind gestohlen. Sauber. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Was passiert denn, wenn ich jetzt ihn angreife? Ja, damit zieht sich das nicht auf alle. Automatisch Kampf. Machen wir in dem Fall. Jetzt machen wir die ganzen Einheiten platt hier. It's slavery for them. So, die sind schon mal weg. Duty first. Make me proud. I cannot do that. Also noch mehr, ne? Und des Aufruhrs. Erheblicher Erfolg, sehr gut. Feindliche Armee. Mist. Ich muss mir jetzt mal Diplomatie angucken, weil irgendwie wird das langsam ein bisschen viel. Minus 30% Moral, das ist sehr gut. Fuck. I've got what it takes. Not a chance. Send them packing. Get back. Okay. Who's looking for a fight? Den setzen wir hier wieder rein. Besser ist es. Das ist meine Stadt, ne? Genau, aber da konnte ich irgendwie nichts bauen, warum auch immer. Aber warum bin ich hier mit allen im Krieg? Echt hat sich. Mit denen bin ich auch im Krieg. Mit denen auch. Eigentlich fast allen hier. Not a chance. Das ist nicht gut. I'll prove myself. Set up watches. Die sind zerstört. So, die nicht. I'll have to refuse. Alle von ihm, außer der eine hier. Das ist Agamemnon. Ja. Gut. Wo sitzt der eigentlich? Müssen noch, ne. Agamemnon sitzt. Sehe ich noch nicht, das muss hier hinten alles sein. Ja. Sonst wollen wir Diplomatie mal eben gucken, dass ich zumindest die Pferde, die muss ich loswerden. Da. Argos. We might as well try talking, for what it's worth. Friedensabkommen. Einmaliger Tausch, nee.
noch nicht angepackt brechen mit. Ob das? Ne, hab nicht. Schade. Kann ich ihn dazu ziehen? Ich habe hier keine Freunde, so wirklich, ne? Oh, das ist quasi mein kompletter Gegner jetzt. Alles, was grün ist. Uiuiui. Da habe ich mir was vorgenommen, würde ich sagen. Naja, wir machen mal weiter. Gucken, was passiert. Agamemnon zieht sich erstmal zurück. Er kommt. Zu mir. Der will mich angreifen. Der will mich. Muss mich mit meinen Einheiten auf jeden Fall da in die Stadt zurückziehen. Sonst habe ich keine Chance. Oh, was hier? Ja, das kann ich automatisch kämpfen lassen. Hier bin ich sogar noch. Läpsch. Ja, Moral, das könnte uns helfen hier unten. Eventuell. So. Let me at them. Break some heads. Ne, ich muss warten, bis die angreifen. Das ist es. So, aber wir den jetzt einfach attackieren hier. Brunnen vergiften. Erfolg. Zack. Minus 5% Aktionskosten für diesen Agenten. Sehr schön. So, zeig mal her. Ja, die sind jetzt schon geschwächt. Das ist sehr gut. Und meine Armee muss ich hier reinholen. Hä? Was ist hier los? Leave it to me. Oh, das ist gut. Baden. Und reich. So. I can hardly wait. Your enemy. Ah, er hat wieder eine neue Fähigkeit. Schaden an feindlichen Garnisonen, feindlichen Gebäuden. Nein. Minus 7% Erfolgschance von feindlichen Agenten. Das ist sehr gut, das nehmen wir mit. Wo ist eigentlich mein anderer Agent? Da. Da gehen wir hin. Brunnen vergiften. Ich will den schon mal schwächen, bevor der überhaupt mit mir kämpft. Fehlschlag, schade. Schade. Okay, dann mal abwarten, was passiert. Es war klar, dass er mich angreift, aber mit der Stadt zusammen, ne? Heißt,
Auf offenem Gelände. Er hat ziemlich viele leichte Typen. Ich habe zumindest zwei fette Speerträger-Trupps. Hat er aber auch. Wenn ich jetzt Rückzug mache, kann ich Pech haben, dass ich darüber laufe. Ich mache mal schnell das Speichern. Probier es aus. Ne, er läuft über die Stadt. Das ist sehr gut. Besser hätte es gar nicht laufen können. Beteiligungsbündnis. Ui, jetzt habe ich aber richtig Schwein. So sei es. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich einen Verbündeten. Ich habe einen Verbündeten. Sehr geil. Schon wieder fehlgeschlagen, das darf doch nicht wahr sein. So, jetzt setze ich den erstmal da rein. Und jetzt rekrutieren wir nochmal. So. Kann ich eigentlich 4 rekrutieren? Ne, 3 pro Runde. So, wer hat jetzt mit mir ein Bündnis? Er. Okay. Und er hat doch aber nichts Großartiges, ne? Diplomatie. Wo sitzt er denn? Nee. Er hat einfach mal gar nichts. Achilles verbessert sich. Come on then, let's negotiate. Den können wir mal 500 Holz schicken. No problem. Hesperion ist jetzt mein Verbündeter, okay. Was passiert hier? Let's make war. Was, wenn ich jetzt das mache? Also das wäre nämlich für die nächste Runde, ne? Ist das immer noch die offene Karte? Ja. Gute Frage. Soll ich es riskieren? Also seine Verstärkung muss halt erst eintrudeln, ne? Bei mir gar nicht. Also ich stehe quasi direkt parat. Na dann machen wir das mal im Feld führen. Aufstellung starten. Ach, guckt mal an. Ich könnte meine Einheiten direkt bei ihm platzieren und ihn einfach damit schon mal überrennen. Machen wir auch. Mein Held ist nur leider angeschlagen, das ist ein bisschen nervig. Aber das ist hier gar nicht so doof.
Dein Held ist auch angeschlagen, also passt das ja. Okay. Und jetzt muss ich gucken, wie ich das hier mache. Ah, auf die Mauer kann ich nicht drauf, ey. Schade. Schade. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind jetzt meine... Das ist meine Angriffslinie. Zwei. Zwei. So. Sechs. Da drüben. Und wichtig ist, dass die hier beistehen, auf jeden Fall. Und Plänkler-Modus machen wir direkt aus. Sollen dann für die ganze Zeit ballern. Fest starten, so. Genau, ballert immer direkt drauf. Was man hält. Der feindliche Held wurde verwundet. Sehr schön, der ist schon platt. Läuft. So, wo ist der Feind? Vorrücken. Zwei. Dahinter. Zwei. Dahinter. Da kommen sie. Hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Eure Krieger wurden in die Flucht geschlagen. Eure Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. Eure Krieger sammeln sich.
Bei Ares, eure Krieger sammeln sich. Reinhalten hier. Gehen wir so ein bisschen weg hier. Sehr schön. Dann geht damit drauf. Genau, die haben Krieger alle ab. Verlieren den Mut. Die hauen alle ab, sehr schön. Die hauen alle ab. Sehr gut. Doch, zu platt. Kommen die denn her? Hauen sie alle ab hier. Jawohl. Wir haben gleich gewonnen. Läuft nur ein Held rum. Gibt zwar wahrscheinlich gut Einheiten verloren, aber der Gegner definitiv auch. Ach, hier habe ich sogar noch meine Verstärkung. Die habe ich ja gar nicht mal mit in den Kampf geholt.
Oh mein Gott, die habe ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott, die habe ich nicht mal gesehen. Ja, der Gegner hat auf jeden Fall mehr verloren wie ich selber. Ich hoffe, ich habe wenigstens keine komplette Einheit verloren. Das wäre nicht so gut. Nee. Sehr gut. My reputation grows. Entscheidender Sieg, ja. Und das war's wirklich. Erfolg, erheblicher Erfolg. Hat er fast gar nichts mehr. Könnte ich eigentlich noch hinterher. Und dann geben wir den beiden nämlich noch. Ach na, was macht der denn? Duty first. Bring the pain. Ja, das war doof, aber ja, ist jetzt halt so. Kann ich nicht ändern. Mit dem habe ich ja schon gemacht, ne? Ja. Gut, Leukos hat wieder eine Fähigkeit. Jawohl, verzögert den Verfall von Zorn nach dem Ende einer Schlacht. Plus 8 Sturmangriff des Helden, verringert die Erschöpfung des Helden. Minus 7 Rekrutierungskosten von Schockeinheiten in der Armee oder aber von Geschosseinheiten in der Armee. Nachladegeschwindigkeit, Rüstung zu durchdringender Schaden von Geschosseinheiten in der Armee des Helden. Halt auch geil, ne? Rüstungsdurchdringung. Machen wir mal. Und schwere Einheiten besser attackieren. Da kommen schon wieder die nächsten Einheiten angedackelt. Na, was wollt ihr machen? Ja, Dudes, ich zieh mich halt zurück. Na und? Eure Einheiten sind fast tot. Wollt ihr denn? Genau, attackier mich. Ihr habt doch fast nichts mehr. Okay. Dann kämpfen wir halt. Auch kein Problem. Sparta will es unbedingt wissen. Diesmal habe ich keine Verstärkung. Die Verstärkung kommt von dort, ne? Wir könnten rein theoretisch frontal einfach da links reinmarschieren. Ich glaube, das machen wir auch einfach.
Der Feind bekommt Verstärkung! Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Eure Krieger verlieren den Mut. Wir hauen jetzt schon ab. Wir sollten abhauen zumindest. Eure Krieger wurden in die Flucht geschlagen. Oh, euer Held wurde... Ja, mein Held wurde belegt, leider. Aber es ist dann halt so. Lenklermodus aus, macht die Platz. Plänklermodus aus, da platt machen. So, die sind gleich down. Und jetzt haltet ihr mal voll drauf. Der haut auch schon ab, der hat auch keinen Bock mehr. Gut. Eure Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. Haltet da mal ruhig drauf. Down. Da müssen wir hin. Oh, komm. Wenn die jetzt da hinkommen, dann haben wir verloren. Noch sieht's für uns gut aus. Eure Krieger sammeln sich. Oh. Awaiting orders. Over.
Problem sind die ganzen Helden dort. Sind einfach zu viele. Und die ziehen sich zurück, sehr gut. Die ziehen sich auch zurück. Dann ab dahin. Der Held zieht sich zurück. Jetzt müssen wir die Helden platt kriegen. Ist einfach so. Sieg, Sieg, Sieg. Sehr schön. Gerade so haben wir gewonnen. 200 Verluste, aber er hat wesentlich mehr Verluste. Ich habe eine Einheit komplett verloren, leider. Und den Helden. Das ist halt ein bisschen blöd. Erfolg. Oh, fuck you. Wie viele er einfach von denen hier hat. Hammerhart. Leukos, die Pflicht ruft. Epischer Held, ja. Dann nehmen wir den. Handel einschränken, nein. Na doch, wir nehmen das. Wir haben was Neues erforscht, juhu. So, eine Einheit habe ich leider verloren. Die gehen wir jetzt noch fix an. Automatisch kämpfen. Dann ist der nämlich auch weg. Enslave the captives. Odysseus of Ithaca. Ithaca's Lord. So, und jetzt muss ich den erstmal regenerieren lassen. Kann ich erstmal nochmal Brunnen versauen. Schon wieder fehlgeschlagen, ist der Wahnsinn. Er ist in der Burg drinne, das passt. Ist da eigentlich die ganzen feindlichen Einheiten hin? Alle kaputt gekriegt? Dann kann ich sie ja angehen, ne? Erfolg, sehr gut. So, haben wir das. Ja,
Ich denke, dann sind wir erstmal fertig für heute. Den Rest, den können wir beim nächsten Mal einstellen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst die nächsten Folgen nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.